Moin Leute, heute wird LS gezockt. Ich werde ja bald unseren Betrieb zu Hause übernehmen. Noch gehört der Betrieb meinen Eltern. Und damit wir alle mal so einen kleinen Überblick haben, baue ich den im Landwirtschaftssimulator so realistisch wie möglich nach. Ich möchte den Hof heute nicht nur nachbauen, sondern ich möchte euch zeigen, was ich mir für meinen Betrieb in Zukunft vorstelle. Wir sprechen heute über große Investitionen und über meine ganz persönlichen Herausforderungen bei der Hofübernahme. Alle jungen Landwirte da draußen, die kein 100 Hektar Heimatvideo mehr verpassen wollen, jetzt den Abo-Button drücken, um Zukunft nur noch Quality-Content zu konsumieren. Anders als in der Realität fangen wir im Game ja bei Null an. Und als allererstes muss ich jetzt natürlich erstmal die richtige Map auswählen. Das Schöne beim Landwirtschaftssimulator ist ja, da gibt es eine riesen Community, die Mods baut, und ich habe mir diese Karte hier heruntergeladen. Und jetzt haben wir hier Brosum. Die ist sehr platt. Die kommt unserer Landschaft hier halt einfach am nächsten, und deswegen wähle ich die aus. Ich stehe jetzt hier auf der großen grünen Wiese. Das ist schon mal ganz realistisch, weil unser Hof steht auch mitten in einer großen grünen Wiese. Und jetzt müssen wir halt ungefähr die Position finden, wo ich mein Wohnhaus hinsetze. Welches Haus kommt meinem denn am nächsten? Und das hier sieht halt von der Form her dann doch irgendwie schon ein bisschen realistischer aus. Das passt am besten. Die Gebäude, die sehen jetzt natürlich nicht genauso aus wie bei mir. Ist natürlich auch ganz klar, es ist ein Simulator, und unseren Betrieb gibt es seit 1800 Schieß mich tot. Und hier hat sich natürlich auch über die Zeit immer was verändert. Hier wurde immer was angebaut. Und unser Kuhstall ist ja auch so aus Ziegelstein. Und da passen auch gar nicht viele Tiere rein, 30 oder so. Und guck mal, hier gibt es auch einen Ziegelsteinstall. Da ist Platz für 35 Tiere. Guck mal, das passt ja wie Arsch auf Eimer. Also der Kuhstall, der hat ja 70.000 Euro gekostet. Und meine Großeltern haben den Stall da damals Ende der 60er gebaut. Damals war das ja dann auch alles noch ein bisschen günstiger. Als nächstes baue ich den Bullenstall. Der Bullenstall ist nicht unbedingt das neueste Gebäude auf dem Hof. Die Grundmauern stehen auch schon seit 1975 oder so. Aber den haben wir 2018 ja zu diesem offenen Tretnitzstall umgebaut. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass meine Bullen in so einem offenen Stall stehen. Den gibt es hier im Landwirtschaftssimulator jetzt nicht. Dann gucken wir mal bei Gebäuden, was wir so an Hallen haben. Und wenn es da so eine Halle gibt, die nach vorne hin offen ist und vom Verhältnis von der Größe her ungefähr passt, dann können wir ja auch die nehmen. Ich glaube, die hier, die sieht gar nicht so verkehrt aus. Passt das vom Größenverhältnis? Jo, die passt sogar vom Größenverhältnis ungefähr. Zack. So, das Ganze hat jetzt irgendwie 15.000 Euro gekostet. Das ist natürlich derbe unrealistisch, aber das ist halt auch einfach nur irgendein Unterstand. Der Stall wäre in echt natürlich teurer. Also der Umbau von unserem Bullenstall hat irgendwie sowas um die 60.000 Euro gekostet. Jetzt kommt natürlich ein bisschen das Schwierige, das Komplexe. Wir haben bei uns Maschinenhalle, Schweinestall und Strohhalle, alles unter einem Dach. Bis vor ein paar Jahren hatten wir noch Schweine, die haben halt da in dem Stall hinter der Maschinenhalle gewohnt. Wenn euch interessiert, wie das hier aussah, als wir noch Schweine hatten, dann müsst ihr euch einfach mal mein allererstes 100 Hektar Heimatvideo angucken. Außerdem sehe ich da noch deutlich jünger aus. Bin ja jetzt 25, muss man überlegen, das war vor 2 Jahren, oder? Das war vor 2 Jahren, da war ich nur 23. Ein richtig junger Hüpfer. Muss ich natürlich ein Gebäude finden, das unserer Maschinenhalle ähnelt. Ja. Dieses Gebäude, das nehme ich. Wenn man sich jetzt mal die Gebäudeform so anguckt, passt das auch ungefähr mit dem Schweinstall da hinten dran. Man muss sich jetzt halt einfach vorstellen, dass das in der Mitte einmal so durchgeteilt ist und da ist hinten halt einfach noch ein Schweinstall. Das kostet jetzt 75.000 Euro. 75.452. Ein Schnapper. Dann haben wir hinter der Maschinenhalle bzw. hinter diesem Schweinstall ja noch die Strohhalle. Das ist ja einfach nur so ein offenes Gehöft. Das hat jetzt halt eine PV-Anlage obendrauf. Die haben wir in echt nicht. Also in echt habe ich eine PV-Anlage nicht auf der Maschinenhalle, aber dafür auf dem Kuhstall. So Leute, ich habe jetzt einmal den ganzen Hof betoniert, / gepflastert. Genau so ist es ja auch in echt. Warum ist das so? Man braucht halt einfach eine befestigte Hoffläche. Ganz Tag im Matsch rumwühlen ist halt scheiße. Also die wichtigsten Gebäude sind jetzt da, das Wohnhaus ist da, die Ställe sind da, die Maschinenhalle ist da, der Silo ist da. Tja, also ich habe ja jetzt einmal alles neu aufgebaut und das hat eine knappe Million gekostet. Wenn es in echt so wäre, dann hätte ich schon 3 Hofstellen gebaut. So in echt ist das einfach viel teurer. Nur heutzutage ist nichts mehr billig, ne? Nicht mehr der Tod ist umsonst. Also ich habe ja Bullen- und Mutterkuhhaltung. Ich kann jetzt natürlich in dem Spiel keine Bullen kaufen, aber ich kann Kühe kaufen. Bei mir auf dem Hof habe ich 8 Mutterkühe und 30 Bullen. Und deswegen kaufe ich hier in dem Spiel jetzt einfach 38 Kühe. So, Viehhandel, Kuhstall. Ich fange jetzt mal mit dem Kuhstall an. Meine Mutterkühe sind alles.
Meine Mutterkühe sind Fleckies, Wagyus, Limousinen, alles irgendwie durcheinander gekreuzt. Also es sind halt überwiegend Fleischrassen, die ich da kreuze. Genau, so, für den Kuhstall kaufe ich jetzt 30 Limousinenrinder. Das kostet mich jetzt 50.250 Euro. So, guck mal hier, da stehen sie, die Flockies. Oh, das ist ja total unrealistisch, auf Spalten und so. In echt habe ich meine Bullen schön auf Stroh, die haben es gemütlich, die haben es kuschelig, die haben es warm. So, und da stelle ich jetzt 8 Angustiere hin. Kaufen. Das kostet mir jetzt 13.400 Euro. Tiere haben wir. Guck mal hier, die dicken Schwarzen. Ah, guck mal, schön. Wie bei mir zu Hause. Toll. Der große Nachteil hier an den digitalen Kühen ist jetzt natürlich, dass man die nicht streicheln kann. Das ist natürlich ein richtiges Downgrade, ne? Und als erstes kaufen wir jetzt erstmal richtig schöne Trecker. So wie ich es zu Hause habe. Davon haben wir ja 4 Stück. Jetzt muss ich natürlich erstmal gucken, ob ich die genauso finde. So, guck mal, ist der nicht schön? Das ist natürlich unser großer Schlepper. Den setzen wir eigentlich auf dem Acker natürlich hauptsächlich ein. Und das Maschinchen soll 212.700 Euro kosten. Das ist für den damaligen Zeitpunkt sogar ansatzweise realistisch. Möchten Sie dieses Gerät kaufen? Ja, will ich. Maschinen sind natürlich sehr teuer, das heißt aber natürlich automatisch nicht, dass man als Landwirt irgendwie super reich ist. So eine Maschine ist ja meist irgendwie eine Investition. Ne? Die wird auf mehrere Jahre finanziert. Man hat ja nicht einfach mal eben so 200.000 für einen neuen Trecker irgendwie auf Kante und denkt sich, och, hier. Nee, so läuft das nicht. Ist auch maximal dumm, weil wenn man so viel Geld hätte und das einfach auf einen Schlag ausgeben würde, dann kommt irgendwie was wie eine große Reparatur oder man muss Pachte zahlen, ist dann aber nicht flüssig, weil man 200.000 Euro für einen neuen Trecker ausgegeben hat. Als nächstes haben wir natürlich dann noch unseren Kompaktschlepper. Das ist so unser kleiner Pflegeschlepper, mit dem machen wir so alles so rund um den Hof, so was man so mit dem Fronter da macht. So, genau den gibt es ja im Landwirtschaftssimulator leider nicht, aber es gibt etwas Ähnliches in Alt. Oder was Ähnliches in ganz neu. Wir nehmen den alten. Da kriegen wir auch Pflegereifen drauf. Genau, das wollen wir ja. Da kann ich auch eine Frontlader-Konsole ranbauen. Das machen wir jetzt mal. Welche nehmen wir denn da? Wir nehmen diese. So, die bauen wir da jetzt dran. So, jetzt ist das ein schöner Trecker. Das kostet jetzt 79.500 Euro. Man braucht jetzt natürlich die ganzen Geräte hier, die ganzen Anbaugeräte. Und das läppert sich jetzt ganz schön. Ne? Das wird jetzt richtig teuer. Wie in echt. Dann haben wir noch unsere beiden Kleinschlepper, den einen vom Futtermischwagen und den anderen vom Einstreugerät. Genau diese Schlepper haben wir jetzt natürlich leider nicht im Spiel, aber wir suchen jetzt einfach mal Schlepper raus in der gleichen PS-Klasse. So, und die haben beide so 70 PS. Ja, komm, nehmen wir so einen hier, davon 2 Stück. Schön für den Futtermischwagen und fürs Einstreugerät. Kaufen. Der kleine Hoflader fehlt ja auch noch. Hier, so einen kleinen Radlader. Wir haben ja so einen kleinen da. Das ist Hulk. 20 km/h, 41 PS, genau sowas. Hier, diesen kleinen roten. 50.500 Euro. Da, unser hat ja nicht mal die Hälfte gekostet. Aber egal, ich muss ihn ja haben. Wird gekauft. Jetzt brauchen wir natürlich alle möglichen Anbaugeräte. So, ich habe jetzt richtig fleißig geshoppt. Das ist ein ganz schöner Fuhrpark und der hat auch eine ganze Menge Geld gekostet. Insgesamt bewirtschaften wir eine Fläche von 86, schlag mich tot Hektar. Davon sind etwa 10 Hektar in irgendeiner Art und Weise Grünland. Ja, und der Rest ist halt Acker. Also die restlichen 76 Hektar bewirtschaften wir als Ackerfläche. Über 40 Hektar gehören uns selber und die andere Hälfte ist halt einfach dazu gepachtet. Dann müssen wir da einmal hier irgendwie da in dieses Menü, da auf den Globus. So, und dann muss ich, wenn ich Land kaufen will, glaube ich, auf X drücken. Genau. Ha, und jetzt haben wir das Kaufmenü. Das kaufe ich, das kaufe ich, das kaufe ich, das kaufe ich. Land kaufen im Game ist natürlich wesentlich einfacher als in echt. Wenn du in echt Land kaufst, dann musst du natürlich erstmal jemanden haben, der dir dein Land verkauft. Dann musst du einen Preis aushandeln. Dann ist das wahrscheinlich sehr, sehr viel Geld, das du in die Hand nehmen musst. Dann brauchst du den Kredit. Dann muss das Ganze dann noch übertragen werden, notariell. Im Spiel halt einfach dreimal klicken. Und schon gehört es dir. Ich habe jetzt ziemlich genau 3 Millionen Euro für die ganze Fläche ausgegeben. Also in echt ist Ackerland viel, viel teurer, weil Boden ist begrenzt. Und ja, es ist halt einfach ein Spekulationsobjekt. Dadurch steigen natürlich die Preise. Und das ist natürlich für uns Landwirte dann auch sehr, sehr schwierig. 2 Sachen fehlen jetzt aber noch zum perfekten Hof. Ne?
Das ist nämlich Biogasanlage Nummer 1 und Biogasanlage Nummer 2. Diese beiden Biogasanlagen, die will ich jetzt bauen. Beide Anlagen liefern so etwa 500 kW. Aber das ist natürlich ohne Siloplatten. Eigentlich muss ja zu jeder Biogasanlage noch eine gewaltige Siloplatte dazu. So ein richtig schönes, großes Fahrsilo hin. Zack und zack. Perfekt. Aber hier schon mal eine Siloplatte und auf der anderen jetzt auch noch. Perfekt. So, jetzt haben wir es. Pro Anlage habe ich jetzt etwas über 1,3 Millionen Euro ausgegeben. Das ist günstig. Mit so einer Anlage in so einer Größe könnte man in der Realität eben so mit 2 Millionen Euro rechnen ungefähr. Für mich als Landwirt sind die Biogasanlagen ganz gut, weil ich ja einmal betrieblich Sachen für die Anlage anbauen kann, beispielsweise Mais, Grünroggen, solche Sachen. Oder halt auch den Mist meiner Tiere an die Biogasanlage auch verkaufen kann, daraus wiederum Geld generieren kann. Den Status quo habe ich jetzt erreicht. Also ich habe jetzt alles aufgebaut, was mein Betrieb jetzt aktuell zu diesem Zeitpunkt so ausmacht. So für 7,5 Millionen Euro bekommt man schon einen ganz großen Betrieb. Ich glaube, den kann man dann auch nicht mehr alleine bewirtschaften. Wenn ich 7,5 Millionen Euro hätte, dann würde ich die für alles Mögliche ausgeben, aber nicht für Landwirtschaft. Dann würde ich mir ein geiles Auto kaufen, eine geile Bude und würde mir schön die Füße hochlegen und mir von der Kohle ein schönes Leben machen. In echt muss ich das ganze Geld natürlich nicht ausgeben. Der Hof wird mit den Flächen, mit den Maschinen, mit den Gebäuden, mit den Tieren und so weiter auf meinen Namen überschrieben. Ganz umsonst ist das natürlich auch nicht. Und so ein Notar will natürlich dann auch sein Honorar haben. Das muss dann irgendwie versteuert werden. Dazu kommt natürlich auch, ich habe eine Schwester, die muss natürlich abgefunden werden. Das ist natürlich eine enorme Verantwortung, die man dann übertragen bekommt. Ne? Es ist dann schon eine krasse Verpflichtung, die man auch irgendwie hat. Man muss sich halt hier um alles kümmern. Regelungen, Auflagen, die man erfüllen muss. Ja, ist halt einfach so Eigentum verpflichtet. Denkt ihr gerade darüber nach, einen Betrieb zu übernehmen und habt dazu Fragen? Schreibt sie doch gerne mal in die Kommentare, dann können wir uns austauschen. Wenn mir der ganze Bums allerdings gehört, möchte ich drei Dinge ändern. Als erstes möchte ich einen Rindermaststall bauen, hinten in der Weide, mit Auslaufmöglichkeit auf die Weide. Mit dem Kuhstall, den ich da jetzt habe, der ist natürlich vollkommen veraltet, das ist dunkel drin, da gibt es keinen direkten Zugang zu einem Auslauf auf die Weide. Ja, also ich bin da der festen Überzeugung, dass ich da in Zukunft Geld in die Hand nehmen muss, um neu zu bauen. Hier wäre es schön. Für 45 Tiere. Also viel größer soll der auch gar nicht werden. Das ist ganz realistisch. Das ist jetzt natürlich auch wieder so ein Milchviehstall, aber bei mir werden da dann Mastrinder reinkommen. Zack, da steht er. Ein richtig schöner Rinderstall mit Auslaufmöglichkeit. Ne? Weil muss natürlich unseren Betrieb hier irgendwie weiterentwickeln, so dass ich davon gut leben kann, dass ich damit zukunftssicher bin. Dann hätte ich hier auf dem Hof jetzt 85 Tiere rumlaufen, was auch überhaupt kein Problem ist, weil die Fläche, um die zu füttern, habe ich locker und den Mist kann ich dann hinterher an die Biogasanlage verkaufen, um daraus wieder Strom zu machen. Wenn ich den Stall dann in Zukunft baue, brauche ich natürlich auch die Siloplatte, wo ich Futter lagern kann. Das ist der Punkt Nummer 2. Den bauen wir jetzt. Ist ja nur ein kleiner Stall für kleine Tiere, deswegen muss ich jetzt auch nicht so eine riesengroße Siloplatte bauen. Brauche ich jetzt so für was kostet jetzt 25.000 Euro. Bupp. Fertig. Ich habe jetzt eine Siloplatte mit Wänden. Die würde ich in Zukunft auch so bauen. Bei meinen Silos ohne Wände ist halt das Problem, dass man dann halt an den Kanten, wenn der höher wird, immer Schwierigkeiten hat, das mit dem Schlepper zu verdichten. Der dritte Punkt ist die Umnutzung des Schweinestalls. Jetzt eine Idee, den umzunutzen als Hähnchenmaststall. Das kann man relativ einfach machen. Man muss einfach nur den Betonspaltenboden da rauswerfen, die ganzen Schweineaufstallungen, die da drin sind, rauswerfen. Lüftung ist schon drin. Das heißt, und eine Heizung ist auch drin. Das heißt, dafür brauche ich kein Geld mehr ausgeben. Ich muss nur noch in neue Futtertechnik investieren. Und dazu habe ich dann halt auch wiederum Mist, den ich dann auch wiederum an die Biogasanlage verkaufen kann. Jetzt kann ich hier im Spiel natürlich nicht meinen Stall da einfach umbauen und so einen Hähnchenstall gibt es auch nicht. Deswegen bauen wir da jetzt einfach irgendwie so einen Hühnerstall hin. Das Ganze soll jetzt 79.000 Euro kosten. Ich kann jetzt nicht ganz so genau einschätzen, ob dieser Preis realistisch ist. Dafür habe ich einfach zu wenig Ahnung. Aber vielleicht hat jemand von euch da draußen ja Ahnung und kann mir das mal in die Kommentare schreiben. Das hier ist jetzt mein Hof der Zukunft. Wenn das in 10 Jahren auch so aussieht, wäre ich damit echt zufrieden. Ich würde das auch so in diesem Baustil, denke ich, machen, so mit diesen Platten und so. Das sieht schon sehr schön aus. Passt dir gut in die Landschaft. Ich würde sagen, ich bin für das Projekt Hofener Folge sehr gut gerüstet, ne? Kann so losgehen. Nein, Spaß. In echt steckt da natürlich viel, viel mehr finanzieller Druck hinter. Und für einen jungen Menschen wie mich ist das natürlich ein Riesenschritt,
der gut überlegt sein muss. Aber ich habe da mega Bock drauf und ich glaube, dass ich gute Ideen habe, den Betrieb zukunftsfähig zu gestalten. So Leute, das war's von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Hier gibt es noch ein Video von 100 Hektar Heimat und darunter gibt es ein Video von Was kostet die Welt zum Thema Daytrading. Ich zocke jetzt noch eine Runde weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.